Dobar dan, gospođo. Dobar dan. Tražim vlasnika ovog prostora. Da. Gospođa Horvat. Da, izvolite. Okay, my name is Mr. Zubović. Mm-hmm. And this is Inspector Kesleti. Mrs. Horvat, are you familiar with the EFSA? Oh, we've already had our food inspection this year. I'm sure you have, Miss Horvat, but not with the EFSA. So many men. Well, unlike your countrymen, I like to do my investigations thoroughly. I see. Well, no problem. Come back tomorrow. We're closed now. I'm afraid it doesn't work like... Molim vas, gospođo, samo nam treba 5 minuta, ako može. Može li? Of course. Please, follow me. Thank you. How long did you say? 49 years. And how long since you took over? 7 years. Business is good, huh? Maybe. But it must be. Otherwise, we wouldn't hear so much about you all the way over in Budapest. What about the employees? What about them? Well, it seems you have problems finding people who are both competent. And loyal. You see, I met an old friend of yours a while ago. Before he passed away, he was quite talkative. Right, Dragan? Show me. I don't know what you're talking about. I said, show me. Lights. Budapest on the line. Neki sredi ovo, ajde. Imam novi posao za tebe. Washington, D.C. Krećeš večeras. Bane. It's payday. Damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Ich habe mich kurz entschlossen, mit Polari und mit Crossfire im Vorfeld dieser Aufnahme jetzt, von diesem Video jetzt eine Runde zu spielen. Und es ist mir gerade ein bisschen zu
auf jeden Fall haben wir uns mit Payday 2 eine Weile beschäftigt. Wir spielen es jetzt ungefähr, ich spiele es jetzt ungefähr ja, ein knappes Jahr. Und ja, ich habe halt, wir haben halt vorhin schon was aufgenommen. Hab dann allerdings gedacht, ich stelle euch das Ganze jetzt erstmal so vor. Unten könnt ihr sehen, welche Version ich spiele. Und ich habe nach der Aufnahme dann gestern, beziehungsweise ja, gestern noch das Hoxhut installiert. Das sieht ein bisschen anders aus als das, was in der Aufnahme nachher kommt. Also ich werde das hier wahrscheinlich dann davor schneiden. Auf jeden Fall geht es darum, dass man insgesamt mit bis zu 4 Leuten Raubüberfälle begeht. Ich setze mal eben kurz Moment. Und zwar hat man, wie gesagt, 4 Leute. Davon kann man mit 4 realen Personen spielen. Man kann aber auch alleine spielen mit 3 Bots. Wir haben es dann gestern so gemacht, 3 Spieler und 1 Bot. Und ja, man kann Dallas spielen, man kann Wolf spielen, man kann Chains spielen, Houston, John Wick, basierend auf dem sehr, sehr geilen Film, der genauso heißt wie der Charakter, nämlich John Wick. Dann hat man noch Hoxton, Clover und Dragan. Den Dragan habt ihr gerade im Vorspann gesehen. Dragan habe ich jetzt noch nicht gekauft, das habe ich aber noch vor. Die Clover war auch ein DLC-Update. Das war, ja doch, das hieß sogar das Clover-Update. Das hier ist jetzt Dragan Character Pack. Da kriegt man dann auch neue Missionen, genauso wie man hier neue Missionen gekriegt hat. Und ja, wie gesagt, zum Spiel kann man sagen, man hat hier das CrimeNet. Da ploppen jetzt tonnenweise Aufträge auf, die kann man alle mitspielen. Kann das Ganze auch noch filtern. Auf nur Freunde, nur neue Server, in der Lobby-Server. Also man kann das beliebig einstellen. Will ich jetzt aber gar nicht. Geh mal zurück. Geh mal aufs CrimeNet Offline, dann kann ich euch das ein bisschen besser zeigen. Und zwar hat man hier verschiedene ja, Kontaktpersonen. Bane, Hector, The Butcher, der Zahnarzt, der Elefant, Vlad. Und halt verschiedene Aufträge von den jeweiligen Personen. Bankraub, Diamantengeschäft, GoBank, Juwelier, Kunstgalerie, Schattenraub und Transport. Wobei bei Transport auch noch die Möglichkeit ist, dass man da ja, geheime Unterlagen findet. Und ja, dann kann man noch einen Zug überfallen. Da kommen wir aber auch noch zu. Dann haben wir hier Hector mit Brandstifter, Ratten und Wachhunde. Den Butcher habe ich noch nicht freigeschaltet. Die muss ich erst kaufen. Dann kann man auch Dockyard und Forest von The Bomb machen. Haben wir auch schon gespielt. Die Sache ist die, derjenige, der die Lobby aufmacht, dessen Aufträge kann man auch spielen. Also man kann auch, halt, wenn man die DLCs nicht hat, aber zum Beispiel ein Kumpel hat die und der macht dann die Sitzung auf, dann kann man die auch mitspielen. Dann haben wir hier noch den Zahnarzt mit Big Bang, Hotline Miami, Hoxton's Ausbruch und The Diamond. Den habe ich auch noch nicht gekauft. Wobei Hotline Miami sehr, sehr spaßig ist. Dann haben wir hier noch den Elefanten mit Kunstgriff, Wahltag und Ölmultis. Die Aufträge habe ich jetzt nicht so häufig gespielt. Dann haben wir hier noch Vlad mit der ukrainische Job. Einkaufszentrums, Crasher, Nachtclub, 4 Läden und Weiße Weihnacht. Wobei da auch wieder der ukrainische Job sehr schnell gehen kann. Einkaufszentrum Crasher ist auch recht spaßig. Muss man halt so ein Einkaufscenter auseinandernehmen. Nachtclub ist auch nicht verkehrt und 4 Läden auch nicht. Und dann haben wir hier wieder Bane. Und man kann halt die Aufträge auch kaufen. Entweder man wählt die hier aus. Da ploppen die dann halt des Öfteren mal hoch. Also das ganze Spiel spielt halt in Washington DC in verschiedenen Bezirken. Und wie gesagt, man kann die da auswählen. Man kann die aber auch kaufen. Dann gibt es noch Gage-Kurier-Einsätze. Da muss man dann halt bestimmte Pakete finden. Da hat man dann einmal hier, was hat, grüne Heuschrecke. Da kann man dann ja, die Teile finden. Gelber Stier. Rote Spinne, blauer Adler
Und am, ja, ich sag mal, am seltensten sind eigentlich die Lila Schlangen, weil da auch, ja, mit die besten Gadgets drin sind. Kurierbilder kann man hier auch noch anzeigen lassen, wie die Dinger dann aussehen. Und Paketfortschritt, den habt ihr ja da gerade schon gesehen. Und Kurieransätze, da kann man sich das auch nochmal durchlesen. Könnt ihr dann auf Pause stellen. Kontaktdatenbank, das brauchen wir jetzt nicht. Dann hat man hier noch ja, ein bisschen was an Waffen. Ich scroll mal eben ganz nach oben. Da haben wir hier das KSP-Maschinengewehr mit den entsprechenden Daten. Die könnt ihr euch dann ja eben durchlesen. Dann haben wir die Queens. Das Thanatos. Eine AK. JP36. AMKA. Mein Lieblingsspielzeug, die OVE 9000. Ist ganz praktisch, wenn man da mal Tresore aufmachen will. Dann haben wir hier noch die Rheinfeld. Dann Granatwerfer GL40. Rattlesnake. R93. Nagant. Sniper Rifle, die Buzzsaw, ist eine, auch eine sehr, sehr schöne Waffe, halt mit entsprechend hoher Feuerrate. Dann haben wir hier noch die Brenner, RPK-Maschinengewehr, mit der habe ich damals angefangen, weil man die Waffen auch erst nach bestimmten Leveln freischaltet. Komme ich aber gleich noch zu mit den Leveln. Dann haben wir hier noch die Predator, die IZHMA, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Also auch wieder eine Schrotflinte, aber mit, ja, sieht eigentlich eher aus wie eine Assault Rifle, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Dann haben wir hier noch die Mosconi. Sieht auch so ein bisschen halt aus wie eine Winchester. Dann haben wir eine G3, die Raven Schrotflinte, mit der habe ich gestern noch ein bisschen gespielt. Dann haben wir hier die M1014, goldenes AK-Gewehr, K4. UAR, die ist auch nicht schlecht. Die AK-5, M308, AK-762, also noch eine etwas andere Abwandlung der AK-47, wenn ich das richtig verstanden habe. Haben wir hier noch das AMR-16, die Kommando 553, Heavy Eagle Gewehr, die Gecko, auch wieder mit dem 7,62er Kaliber. Das Clarion-Gewehr kann man sehr gut für Stealth benutzen. Und das Falcon-Gewehr. Das sind auch soweit alle Waffen, die ich habe. Also man verdient halt bei jedem Auftrag Kohle. Ein bisschen was geht auf Offshore-Konto, das erkläre ich gleich auch noch. Dann hat man noch Kohle für Waffenkäufe. Und unter den Waffen könnt ihr ja auch noch diese Quadrate sehen. Das sind dann die Add-ons, die man da quasi drin hat. Ich kann das ja bei der KSP mal eben zeigen. Dann haben wir hier den langen Lauf. Ich habe jetzt hier zum Beispiel dran den Kompensator der Konkurrenz. Macht ein bisschen mehr Schaden. Und man kriegt mehr Genauigkeit und mehr Stabilität rein. Dafür geht die Tarnung flöten. Dann habe ich hier noch einen Schienenhandgriff dran. Geht auch nochmal auf Schaden nach oben. Dafür geht dann die Stabilität und die Tarnung wieder runter. Da muss man halt wissen, was man will. Will man Schaden haben, will man Stabilität haben, will man Tarnung haben. Dann habe ich hier noch ein taktisches Lasermodul dran geschraubt. Ganz einfach, dass man ja, bei dem Maschinengewehr dann so einen grünen Laser als Zielhilfe hat. Und dann habe ich hier noch ein paar Schäfte. Ich habe da jetzt den kriegsgebundenen Schaft dran. Der bringt mir halt Genauigkeit. Dafür geht die Stabilität und Tarnung wieder flöten. Könnte auch sagen, ich will mehr Stabi haben mit dem soliden Schaft oder mehr Tarnung und Stabilität mit dem breiten Schaft. Aber ich habe das irgendwie, weiß ich, ich finde das so besser. So, das sind die Primärwaffen. Die Sekundärwaffen ist halt mein Liebling, der Chicago Typewriter. Hat eine schöne Feuerrate. Gut, der Schaden ist im Vergleich zu dem, was ich momentan ausgewählt habe, das müsste ja hier, das ist die Uzi Maschinenpistole, ist halt ein bisschen niedriger. Wir sollen mal wieder sagen, Waffe verwenden. Und wenn man sagt, Waffe verwenden, dann kann man durch die Modifikationen und die Fertigkeiten, die man verteilt, dann den Schaden wieder auf 29 bringen. So, dann haben wir hier noch die Cobra. Bronco 44er Revolver ist auch ein sehr, sehr lustiges Teil. Hat halt nur 6 Schuss im Magazin, aber dafür macht er gut Schaden mit 89.
Dann haben wir hier die Cobus 90, Shimano 88, Spec Ops Maschinenpistole, Shimano Kompaktpistole, Broomstick Pistol, das sieht aus wie so eine Luger aus dem Ersten Weltkrieg irgendwie. Dann haben wir die Mark 10 Maschinenpistole, den Street Sweeper Schrotflinte, kann ich ja mal eben kurz zeigen. Moment, Waffe ansehen. Das ist quasi eine Schrotpistole, beziehungsweise ein Schrotgewehr mit Trommelmagazin. Sieht schon sehr nett aus. Da haben wir dann 12 Schuss im Magazin. Dann haben wir hier die Diegel. Hier nochmal eine OVE-Kreissäge. Die kann man eigentlich nur primär benutzen. Wenn man die Fertigkeiten benutzt, Carbon-Sägeblätter, dann kann man die auch als sekundär mitlaufen lassen. Ist ganz praktisch. Dann haben wir hier The Judge. Ist auch wieder eine Schrotflintenpistole. Dann die Locomotive 12G Schrotflinte. Signature 40, Cross-Kill, Shimano Custom, Interceptor, Bernetti 9, Stryk 18C, ich gehe mal davon aus, dass sie Stryk heißt, Gruber Kurz, Kompakt 5, Patchett L2A1, Light Machine Gun, das ist auch aus dem Historical Gauge, Historical Pack, ist eigentlich eine Waffe aus dem, ich glaube, Zweiten Weltkrieg. Dann haben wir die schwedische K-Maschinenpistole, die CMP-Maschinenpistole, Para, Krinkov. Dann haben wir hier die Blaster und die Uzi habt ihr ja vorhin schon gesehen, das ist ein Hotline Miami DLC-Gegenstand. Dann haben wir hier noch so ein paar Nahkampfwaffen, die brauche ich jetzt nicht alle durchzuklicken. Das sind halt Messer oder Schlagstöcke. Sehr lustig ist, wenn man mit dem Geldbündel durch die Gegend läuft, dann kann man die schön verhauen. Haben halt auch unterschiedliche Werte vom Schaden, von der Möglichkeit, die Leute umzuhauen, von der Ladezeit und ja. Dann haben wir hier noch die verschiedenen Panzerungen. Man fängt ganz klassisch an mit einem Anzug. Das ist dann, wenn man das Spiel startet, beziehungsweise Level 0 ist. Ich glaube, den hier kriegt man schon ab Level 2. Also die Schutzweste. Dann haben wir hier noch eine leichte Schutzweste, eine schwere Schutzweste, eine Flakweste. Und die taktische Panzerweste ist in dem Sinne, dass... ja, wenn man das hier noch nicht freigeschaltet hat, von der Panzerung her das Beste. Hier muss man dann wieder Fertigkeit Iron Man haben, die kann ich euch gleich auch noch mal eben zeigen. Dann haben wir hier die Ausrüstung. Ich spiele meistens mit zwei Munitionstaschen. Dann hat man hier noch eine Armor Bag. Da kann man dann während der Mission die Panzerung wechseln. Dann haben wir hier Leichensackkoffer. Ich bin allerdings kein Totengräber. Dann noch eine Arzttasche. Eine Mine, eine Sentry Gun, die habe ich allerdings auch nicht, weil mir da einfach die Fähigkeiten für fehlen. Dann haben wir hier noch ein Medikit und einen ECM-Störsender. Das haben wir, glaube ich, auch in der Mission benutzt, die wir euch dann zeigen. Dann haben wir hier noch verschiedene Masken. Kann ja mal so... Das ist eigentlich auch mal mit einem meiner Lieblingswaffen. Masken. Man kann halt die Masken kaufen. Moment, dafür müsste ich mal eben auf einen leeren Maskenslot. So, hat man hier halt so ein paar Community-Masken. Dann hat man hier noch die normalen Masken. Die weißen, beziehungsweise, ja doch, die weißen, die könnte ich kaufen. Von den grauen habe ich einige noch nicht gefunden. Oder ich habe sie schon benutzt. Hier dann noch so ein paar DLC-Masken. Hier sieht man halt auch noch Diamond Haze, Dragon Character Pack, Bomb Heist. Die habe ich halt noch nicht. Die muss ich mir noch kaufen. Dann haben wir hier noch Ereignisse. Das ist jetzt zum Beispiel Humble Mask Pack. Die habe ich vom Humble Bundle gekriegt. Und dann hier noch berüchtigte Masken. Diese hier kriegt man dann halt erst als Belohnung, wenn man berüchtigt wird. Das kann ich aber auch gleich nochmal erklären. Die Charaktere hatten wir ja schon. So, dann kommen wir hier zu den Fertigkeiten. Man hat halt 5 verschiedene Fertigkeitsbäume. Halt der eine kann besser heilen, der andere wird weniger gesehen und ich bin halt Vollstrecker. Man kann leider nicht alles hier auf Ass bringen.
Das liegt einfach daran, es gibt pro Berüchtigt-Stufe bzw. pro Stufe 100 Level. Man kriegt pro Level einen Punkt. Und irgendwie jeden 10. Level kriegt man dann irgendwie 3 Punkte. Also maximal kriegt man, ich meine, 120 Punkte. Entschuldigung. Und wenn man den kompletten Baum hier irgendwie bezahlen wollte, bzw. ausstatten wollte, dann bräuchte man, glaube ich, irgendwie was um die, weiß gar nicht, 160 oder 180 Punkte oder sowas. Ich habe jetzt hier auch kreuz und quer durch die Bäume geskillt. Fangen wir beim Mastermind an. Da kann ich halt die Geiseln schneller fesseln und den habe jetzt 4 Kabelbinder. Hier habe ich meine Ausdauer erhöht und die Ausdauer von mir und meiner Crew nochmal um 50% erhöht. Dann haben wir hier halt Vollstrecker. Ich skill momentan auf das Carbon-Sägeblatt, damit ich die wieder als Sekundärwaffe benutzen kann. Steht dann unter Ass. Dafür brauche ich noch Moment, 12 Punkte. Sollte möglich sein. Hier halt meine Kreissäge, hier, dass ich Munitionstaschen, dass ich einfach 2 Munitionstaschen bei habe und die halt doppelt so viel gefüllt sind. Dann hier halt Blendgranaten und was haben wir hier? Kamera wackeln, weniger Schaden, beziehungsweise mehr Schaden bei Nahkampfangriffen. Hier kann ich meine Taschen schneller tragen und weiter werfen. Wird alles noch relativ wichtig, wenn man wirklich so Sachen hat wie, ja, zum Beispiel Hotline Miami, weil man da relativ weit laufen muss mit den Taschen. Und ja, wie gesagt, das ist halt alles. Und hier meine Primärwaffe kann ich beim Verbluten benutzen. Das ist ganz praktisch, wenn man dann auf dem Boden liegt, kann man weiterschießen. Panzerung erholt sich schneller. Mehr Bedrohung der Gegner durch meine Waffen. Dann haben wir hier noch einen Techniker. Da habe ich, glaube ich, das hier mit der Zielvorrichtung und die Stolpermine, die brauchte ich dann, um hier den Bohrer hochscalen zu können. Hier nehme ich 50% weniger Schaden, wenn ich mit dem Objekt interagiere. Und auch da kann ich beim Verbluten dann die Zielvorrichtung benutzen. Bohrer schneller reparieren. Und hier noch weiter die Effizienz des Bohrers steigern. Ich könnte auch beigehen und sagen, der soll weniger Lärm machen, aber ich glaube nicht, dass ich da noch hinkomme. Ja, und hier kann man dann noch eine 30%ige Chance bekommen, dass der Bohrer nach Versagen automatisch neu startet. Ist auch ganz praktisch. So, dann haben wir hier noch Geschwindigkeit, Beutetaschen. Dann haben wir hier noch der Wert der Beute, steigt um insgesamt jetzt 30%. Hier nochmal wieder Ausdauerregeneration. Sturzschaden auch sehr wichtig, dass der Sturzschaden ja quasi auf die Panzerung geht und 75% geringer ist. Und meine Zeit in Haft reduziert sich um 50%. Ist ab und zu auch ganz praktisch. Hier habe ich, glaube ich, noch gar nichts gekauft. So, und Fugitive habe ich halt nochmal Bewegungsgeschwindigkeit um 10% und Klettergeschwindigkeit und die Stabilität erhöht sich um 10 und meine Panzerung bei allen Schutzwesten um 20. Dann haben wir hier noch die Perk Decks. Ja, da sind noch ein paar Punkte von gestern über. Da hat man halt auch wieder 8 Perk Decks. Die kann man dann auch so nach und nach voll machen. Man kann allerdings immer nur ein Perk Deck benutzen und das ist bei mir Masse. Kann hier mal durchgehen. Gesundheit 10%, Kopfschütze 25% mehr Schaden. Es ist 15% wahrscheinlicher, dass auf dich gezielt wird, wenn du in der Nähe deiner Crewmitglieder bist. Ist ganz praktisch, wenn man dann Leute bei hat, die ein bisschen weniger Panzerung haben oder ein bisschen weniger Leben, dann zieht man die Schüsse halt auf sich. Tarnung um 1, Panzerung, Bewegungsgeschwindigkeit 15% weniger und 45% mehr Erfahrung fürs Abschließen von Aufträgen. Das ist auch sehr, sehr schön. Aber das sind so Sachen, die sind eigentlich in allen Perk-Decks drin. Gesundheit erhöht sich um 30%. Da kann ich die Panzertasche freischalten. Erhöht das Aufsammeln von Munition auf 135% der normalen Rate. Ist, ich sag mal so, wenn man die Munitionstaschen nicht geskillt hat, dass man 2 mit hat, die 200% geladen ist, ist das ein bisschen blöd. Dann kann man halt insgesamt
weniger Munition, wird zwar weniger häufig Munition aufnehmen, vor allen Dingen unfair den Mitspielern gegenüber, die das nicht haben. Du kannst jetzt mit MGs, Maschinenpistolen und Scharfschützengewehren deine Gegner in Panik versetzen. Auch ganz nett, habe ich aber irgendwie noch nie wirklich gesehen, dass das funktioniert. Dann 5% mehr Schaden und die Arzttasche 20% schneller und hier halt nochmal Gesundheit um 40% und die Chance auf einen hochwertigen Gegenstand beim Payday erhöht sich um 10%. Kann man mal machen. So, dann haben wir hier noch berüchtigt. Und das ist das, was ich vorhin meinte, diese vier Masken hier, die kann man erst freischalten, wenn man berüchtigt ist. Das sind diese römischen Zahlen vor dem Level. Also ich bin jetzt berüchtigt Stufe 1, dafür habe ich die Hitze gekriegt. Das ist einfach nur eine Sonnenbrille. Wenn ich jetzt auf 2 gehe, dann könnte ich zum Beispiel hier, weiß gar nicht, ich glaube, kann ich mir einen aussuchen und die dann so nach und nach freischalten. Und diese hier sind noch nicht verfügbar. Ich gehe aber mal davon aus, dass im Laufe der Zeit insgesamt dann halt nochmal die neuen Level hier dazukommen und das Spiel dann quasi weitergeht. Sonst wäre nämlich bei Stufe 5 Level 100 Schluss. Und ja, dann gehen wir nochmal kurz ins Versteck. Das habe ich euch, glaube ich, noch nicht. Logisch, dass ich heute das noch nicht gezeigt habe. Das ist halt so ein im Grunde genommen Trainingslevel, den man dann benutzen kann, um irgendwelche Waffen auszuprobieren. Hier steht normalerweise eine Beschreibung, eine etwas längere. Willkommen zurück im Versteck. Hier Vorteile kann ich auch nicht kaufen. So was weiß ich, dass man irgendwelche Überwachungskameras hacken kann oder so. Hier mein Loadout. Ja, nehmen wir mal die Raven. Und hier nehmen wir die Cobra. Ist in dem Falle eigentlich relativ egal. Baseballschläger könnte man jetzt auch noch gegen Boxhandschuhe tauschen. Nehmen wir die mal. Munitionstasche und taktische Panzerweste. Ich meine, in meinem Versteck brauche ich das eigentlich nicht. Zurück. Wie ihr auch gerade gesehen habt, das Entdeckungsrisiko sinkt auch halt, wenn man mit weniger Panzerung da reingeht. Also jetzt 49 mit dem Anzug und 75 mit der taktischen Panzerweste. Ist einfach so, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Aufträge Stealth machen will, wäre es halt sinnvoll, das Entdeckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Ich glaube, ich komme auf irgendwie 12, wenn ich meine getarntesten Waffen mitnehme. Aber meistens so läuft es sowieso drauf raus, dass wir da laut durchgehen. So, drücken wir mal eben kurz. So, sieht jetzt ein bisschen anders aus als in der Aufnahme, die ich euch dann nachher zeige. Ich denke mal, ich werde das alles zusammenschneiden und dann in handliche Portionen unterteilen. Oh, ein Teddybär. Nee, wie gesagt, sieht halt ein bisschen anders aus. Ich denke mal, ich werde das Hogshead auch auf die Dauer wieder rausschmeißen. Das war jetzt eigentlich nur zum Ausprobieren. Na komm. Es ruckelt immer, wenn ich die nicht Treppe runtergehe. So. Gehen wir hier mal auf den Schießstand. Ist halt, wenn man jetzt Munition aufnimmt, müsste man achten. Normalerweise kommt eigentlich ein weißer Kreis und jetzt steht da einfach nur eine Sekundenzahl. Dass man ungefähr weiß, wie lange das noch dauert. Können wir ein bisschen hier... Ja, ich gebe ja meinen Weapons a try in hier. Wie gesagt, ist halt ganz praktisch, wenn man dann irgendwie vor einem Tresor steht und beschossen wird, dann kann man dann wirklich sehen, wie lange man noch braucht, bis das Ding offen ist. Und ist halt ein bisschen schöner als bei diesem weißen Kreis, aber wie gesagt, auf Dauer werde ich das Hogshead wohl wieder rausschmeißen. Das muss erstmal nachladen, auch das zeigt er dann wieder an. Und wenn man zum Beispiel in einer Mission ist und dann auf Polizisten oder so schießt, dann steht halt auch, wie viel Schaden man denen gemacht hat, weil es auch öfter mal vorkommt, dass ich denke, die liegen. Und dann stehen die aber trotzdem wieder auf und das kann man dann halt besser erkennen, aber naja.
So. Na, lassen wir das Nachladen mal. Hier kann man auch noch seine, einige seiner Masken sehen. Hier zum Beispiel eine Eishockeymaske im Korb. Irgendwelche komischen Clowns. Zeichentrickfiguren. Und halt die Eishockeymaske mit dem roten Kreuz. Hier kann man auch noch ein paar von meinen Waffen sehen. Das sind auch, glaube ich, nur die, die man, sag schnell, die man modifiziert hat oder irgendwie so. Also es sind auf jeden Fall nicht alle Waffen, die würden hier, glaube ich, auch nicht reinpassen. So, wo sind wir hier? Genau, hier könnte man dann noch Tresore aufbohren. Lalala. Na, das dauert mir jetzt allerdings ein bisschen zu lange. Bohr den hier nochmal auf. Lass die Bohrer einfach laufen. Hier kann man dann nochmal die Karte von der Stadt sehen. Wo man halt, ja, sag mal so, das soll so ein bisschen darstellen, dass man irgendwelche Vorbereitungen für diese Überfälle macht. Was passiert eigentlich? Nee. Ich dachte jetzt auf dem Monitor, da geht dann ein Bild weg, wenn ich die Kamera ausschieße. Hier noch so ein paar Blaupausen. Da waren wir schon, da waren wir schon. Das kommt nachher. Hier ist nichts. Genau, hier kann man dann sich noch am Türen öffnen üben. Steht dann auch neben, dass man die entweder mit dem Schraubenzieher oder mit der Säge aufmachen könnte. Oder man kann sie auch einfach aufschießen. Funktioniert nicht bei allen Türen. Hier zum Beispiel könnte ich mit C4 hantieren. Mit einem Bohrer oder mit der Schlüsselkarte. Schnappen wir eben die Schlüsselkarte hier. Na, jetzt geht die Tür auch noch in mich auf. So, hier haben wir wieder was, wo wir nicht draufschießen können. Da müssen wir dann einfach nur das Schloss knacken. Dauert dann insgesamt 20 Sekunden. Mit der Säge ging es etwas schneller. Da braucht man vielleicht, weiß ich, 3-4 Sekunden, bis die Tür auf ist. La la la. C4 habe ich leider nicht. Das hat Novolari, glaube ich, geskillt. Wie gesagt, ich bin halt eher so auf Säge. So, jetzt kann ich hier auch wieder aufschießen, schön auf Schloss hämmern und damit ist die Tür auch auf. Aber warum hänge ich mir eigentlich in mein eigenes Versteck Überwachungskameras rein? Kann man das mal einer verraten? Ich weiß doch, dass ich da bin. So, hier sieht man, jetzt ist noch der Bohrer ausgefallen, bei 87,8 Sekunden Restdauer. Ist normalerweise wird das auch nie eingeblendet. Könnt ihr eigentlich warten, ob der von alleine wieder anspringt. Geskillt habe ich es eigentlich. Aber naja. So, mal gucken, ob in den Tresoren noch was drin ist. Wie lange dauert das denn noch? 60 Sekunden. 77 Sekunden. So. Dann kann ich euch in der Zeit noch eben den Tresor zeigen. Können wir ja mal eben hier... Ah ne, das ist eigentlich relativ egal. So, hier sieht man jetzt das Geld rumliegen, was ich ja, was ich quasi in der Tasche habe. Mein Bargeldvorrat müssten jetzt so roundabout, ich weiß gar nicht, ich glaube es waren so 3 bis 4 Millionen. Da oben seht ihr dann mein Offshore-Konto. Ist ein bisschen voller. Das Ding ist einfach, für jede von diesen Berüchtigt-Stufen muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, sprich Level 100 erreichen. Und man muss auf dem Offshore-Konto 200 Millionen haben, Minimum. Die werden einem dann abgezogen. Und ja, man landet dann quasi auf der nächsten Berüchtigt-Stufe bei Level 0. Hat dann keine Panzerung, kann keine Waffen benutzen, oder fast keine Waffen benutzen. Die muss man sich dann immer erst wieder freischalten. Ich habe die Waffen ja alle schon gekauft. Jedenfalls die ich kaufen durfte. Die nicht irgendwie mit dem DLC zusammenhängen. Und ja, die Sache ist einfach die, es dauert. Also ich habe jetzt, glaube ich, bis Level... Jetzt bin ich berüchtigt Stufe 1, Level 76.
gestern zu Beginn der Aufnahme war ich noch 1,74. Habe ich insgesamt gebraucht knapp 130 Stunden, also reelle Spielstunden. Und ja, wollte ich auch noch mehr zeigen? Ich weiß es eigentlich nicht. Ich würde sagen, da mache ich an dieser Stelle nämlich einen kleinen Cut. Ich denke mal, ich werde das so machen, dass ich das dann alles zusammenschneide und dann mal gucke, wie ich das portioniere. Kann auch sein, dass ich diesen Teil hier als Vorläuferteil irgendwie eine halbe Stunde vorher release oder so. Da muss ich mir noch was ausdenken. Aber ansonsten, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Projekt und dann in diesem Sinne. Bis dann. Tschüss.